Okay, Leute, ich bin's wieder, Ali, und es wird Zeit für den Champ. Und ich habe eine Frage an euch. Wer ist euer persönlicher Lieblings-Nintendo-Charakter? Meiner ist Luigi. Hihihi. Bei deinem nächsten Kampf geht es um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champion. Sein Name lautet Aurelius. Ich hoffe auf einen außergewöhnlichen, spannenden Kampf. Im folgenden Kampf soll zumindest eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Alles klar, let's go. Oh, endlich. Endlich ist es soweit. So lange hat's gedauert und ein letztes Mal noch. Bumba! Dein Kampf beginnt. Folge mich! Los geht's! Ja, Leute, ich werde das auch vermissen. Hä? Geht das nicht nach rechts? Hey, was soll das? Der Ring geht... Zum Ring geht es doch in die andere Richtung. Für diesen besonderen Kampf gibt es besondere Anweisungen. Also, folgt mir einfach. Okay. Irgendwie ist mir das nicht geheuer. Naja, die ganze Arena ist mir nicht geheuer. Hey. Was sollen wir denn hier? Das würde ich auch gern wissen. Gehe ich durch die andere Tür? Durch die große Tür? Durch das große Tor? Nee, anscheinend nicht. Was zur Hölle? Will ich mich verarschen? Oh, wo sind wir hier? Warte hier. What the hell? Das muss auch ein Raum für die zweite Liga sein, nur dass niemand da ist. Wir sollten hier warten. Aber was wird aus unserem Kampf gegen den Champion? Das ist eine gute Frage. Kommen wir nun zum Hauptevent des Abends. Bumbaluigi, derzeit auf Rang 1 der ersten Liga, trifft endlich auf unseren Champion, Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk Aurelius! Yay! Seine unsichtbaren Freunde oder Fans freuen sich. Macht sie platt! Champion! Okay. Aurelius, unser Champion. Bereit für den Kampf? Dein Herausforderer ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur ein Champion und das bin ich. Also, soll dieser bärtige Gnom Luigi doch versuchen, mich zu besiegen? Gnom. Den mache ich platt! Aber bisher hat noch niemand so schnell auf Rang 1 der ersten Liga geschafft. Bomb ist also schneller aufgestiegen als du selbst, Aurelius. Und? Was heißt das schon? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die Nummer 1 bin. Okay. Jetzt reicht es mir aber langsam mit der Warterei. Ich gehe mal fragen. Go, Gonzales. Hä? Mama, ich glaube, die Tür ist abgeschlossen. Wir sind eingesperrt. Woo! What the hell? Begrüßen wir nun den Herausforderer, den hämmernden Henker, Bumbaluigi. Ich dachte, wir sind der Krawallklempner. Und oh mein Gott, es kommt niemand. Aber es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bumbaluigi? Der hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt. Was für ein Drama. Sollte Bumbaluigi tatsächlich verschwunden sein? Wenn er nicht unverzüglich im Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieg erklärt. Nein, das kann ich nicht zulassen. Wo sind überhaupt die Missing-No-Freunde? Anscheinend nicht mehr da. Okay. Naja, die sind ohnehin unsichtbar. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sind wir die offiziellen Verlierer. Also sollten wir lieber schnell einen Weg herausfinden. Was du nicht sagst. Ist hier vielleicht irgendwo ein Orden versteckt? Könnte ja sein. Nein, ich will mich nicht verstecken. Orden? 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 Hier nix. Hier nix. Hier nix. Ach, ich sehe schon, was man tun soll. Okay. Du? Bläs mal das Poster von Peach weg. Und... Ring! Alles klar. Ein Fernseher, cool. Was ist das für ein Raum? Naja, ist doch egal. Wo bin ich hier? Komm ich hier raus? Nichts zu machen. Die geht auch nicht auf. Gut, dann gehen wir weiter. Mario? Du tust jetzt aber nicht das, was ich denke, was du tust, oder? Ja, Mario der Klohüpfer. Und wir begrüßen Mario, Bumbaluigi, den Klohüpfer. Okay. Und wir sind wieder hier. Sehr schön. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ach, egal. Hauptsache, wir kommen schnell zum Ring. Ja. Sind wir eigentlich vollständig geheilt? Jop, sind wir. Aber ich würde trotzdem lieber mit Gonzales kämpfen. Gonzales ist cool. Los, Gonzales.
Okay, die Tür aufmachen muss ich so. Schade eigentlich. Okay. Let's go! Lass mich durch! Und da sind wir schon! Es hat lang gedauert, aber da ist er endlich! Bamba Luigi! Oh yeah! Bamba! 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 Sieht so aus, als wären wir gerade noch rechtzeitig. Wow, was für ein Jubel! Steigen wir in den Ring! Schnell! Bamba, gib sie! Bamba! Endlich! Endlich! Und los geht's, Leute! Der finale Kampf! Was für eine Begrüßung für den Herausforderer Bamba Luigi! Wird unser Champion Aurelius den bärtigen Barbaren besiegen können? Wir erwarten mit Spannung diesen schicksalhaften Kampf. Unendlich, der Gong. Los geht's! Und er hat eigene Musik. Los. Hey, Bomber, endlich! Das ist der Champion. Noch, ich bin bereit. Ihr hättet besser eingeschlossen bleiben sollen. Und fuck? Was? Das ist doch... Du bist also der Schuft, der die Wache überredet hat, uns einzuschließen. Genau. Und ich habe euch auch den vergifteten Kuchen geschickt. Ich mache jeden fertig, der sich mir in den Weg stellt. Verlasst euch drauf. Dann hast du also auch das Sternjuwel versteckt und uns die Drohung geschickt. Was? Davon weiß ich nichts. Sternjuwel? Nie gehört. Aber was auch immer. Besonders fair bin ich zwar manchmal wirklich nicht. Aber als Kämpfer bin ich auch ohne Tricks ein Ass. Ich werde euch in Hand umdrehen zu Kleinholz haben. Das werden wir sehen. Eine Sternattacke. Okay. Maximeben! Meine Lieblingsattacke. So, und los geht's. 1, 2, 3. Vor? 2, 3, 4. Die Attacke ist wirklich cool. Ich zieh ihn auch hier ab. Okay, und? Okay, das war's wieder auf einmal. Macht aber nichts. Das war ohnehin schon die letzte Ebene. Und wir sollten mindestens 5 Schaden machen. 5, genau 5. Ja, okay. Und du benutzt mal den Saugnatz. Also er gedrückt. Und spuck ihn weg. Und er hat noch 31. Wow, holy shit. Das war hart. Okay. Und du benutzt mal Donnerblitz. Los, Mario, Donnerblitz-Attacke. Egal. Bomber Luigi, yay. Okay. Und du, was machst du? Du hast noch 7 HP oder KP. Mach mal weiter mit deinem Saugnatz. Okay, 22. Ich habe euch wohl unterschätzt. Gut, es bleibt spannend. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe noch etwas Besonderes für euch. Nein, tu das nicht. Was auch immer du tust. What the fuck? 5 Schaden. Holy shit. Okay, Yoshi oder Gonzales, du heilst Mario mit dem Superpilz. Denn Mario ist Mirti. Los. Heil Mario. Okay. Und du machst weiter mit dem Donnerblitz. Und ich habe keine Items mehr. Zumindest keine Angriffs-Items mehr. Verdammt, ich hätte einkaufen sollen. Okay, du bist gleich tot. Und bevor du stirbst, benutze auch letztes Mal den Saugnatz. Yeah. Und er hat nur noch 13 HP. Yeah! Bingo, Bitch! Sehr schön. Und ich bin wieder voll dabei. Yoshi wurde zwar nicht geheilt, also Gonzales. Aber Mario ist immerhin ein bisschen wichtiger. Der jetzt auch den Powerhaul benutzen wird. So, jetzt haben wir ja wirklich Glück gehabt. Und. Juhu! Verdammter Mist! Ihr bringt mich ganz schön ins Schwitzen. Ich hätte euch schon viel früher kalt stellen sollen. Aber da es dann einmal so weit gekommen ist. Was machst du? Hey, was zur Hölle? Fuck! Drück einfach ganz schnell A. Verdammt, Yoshi ist tot. Gonzales, nein! Okay, wie greife ich dich am besten an? Ich habe noch Sternfit. Kann ich Yoshi damit wiederbeleben? Nein, ich glaube nicht, oder? Okay. Tut mir leid, Gonzales. Und komm her, Kupio! So, du benutzt mal den Super... Nee, brauchst du eigentlich gar nicht. Du benutzt mal die Show-Einlage. Ich will gleich nochmal den Maxi-Beben einsetzen. Okay. Und was machst du? Pass bloß auf. Wir sind noch lange nicht fertig. Diesen Kampf jetzt durchziehen, das... verdammt, was? Hey! Was zur Hölle? Du hast Kupio fast gekillt! Holy shit! Okay. Kann ich den Maxi-Beben... Nee, den Maxi-Beben kann ich immer noch nicht einsetzen, aber gleich. Okay, was mache ich jetzt am besten? Ich probier's mal mit den Powerdowns. Wenn ich ihn damit einen Schaden mache, dann reicht es mir. Okay, der ist gleich tot. Tot, tot. Nein, er hat noch. Der hat überlebt. Nein, jetzt macht er wieder den Scheiß. Mario muss überleben. Was Kupio macht, ist mir egal.
Oh mein Gott, Bibi ist tot. Ich sollte vielleicht... Ja, Maxi leben, geht doch. Alles klar, und beenden wir dies mit einer epischen Attacke. So. Auf Wiedersehen, Aurelius. So. Und ich versuche diesmal Excellent zu schaffen. Mal schauen, ob ich es drauf habe. Okay. Ah, okay. Excellent habe ich zwar nicht geschafft, aber treffen sollte ich ihn trotzdem. Und tschüss. Aurelius, der unbesiegbare Champion. Besiegt von diesen halbstarken Pappnasen. Wir haben gewonnen gegen den Champion. Wir sind jetzt der neue Champion. Papa Luigi. Ach, wenn Luigi wüsste. Wer hätte diese Entwicklung voraussehen können? Ein Wunder, wahrhaftig. Eleganz und Kraft. Kraft und Eleganz. Eleganz und Kraft, Kraft und Eleganz. Seele und Seele standen sich in diesem Kampf gegenüber. Unglaublich. Wahnsinn. An diesen Kampf wird man sich noch lange erinnern. Man kann jetzt schon sagen, dieser Kampf wird zu einer Legende der Arena werden. Und der Sieger dieser Nervenzerfetzendes Bomberluigi! Bravo, Bomber, du bist der neue Champion! Der neue Champion ist Bomberluigi! Yay! Und alle Missignos freuen sich! Okay, damit hätten wir es geschafft. Bomber, du hast es geschafft! Du bist der neue Champion! Küss mich nicht. Okay, und wir halten den Meistergurt! Von nun an darfst du die Garderobe des Champions benutzen. Toskova, bring Bomber in seine neue Garderobe. Verstanden, Herr Klobon. Also, Champion, hier entlang. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Aber wir wissen ja, dass der Gurt fake ist. Aber wo ist das echte Schildangebiel? Man weiß es nicht. Okay, die Garderobe des Champions. Der eine hat mir ja gesagt, Samon oder wie der hieß, dass, wenn man dort schläft, auch die Sternenergie wieder aufgeladen wird. Und das ist wirklich cool. So gemütlich muss es sein. Okay. Meinen herzlichen Glückwunsch, Champion. Von heute an darfst du die Garderobe benutzen. Sie gehört dir ganz allein. Mach es dir bequem. Toskova, du bist komisch. Ich verabschiede mich zunächst. Also bis dann. Ciao. Du hinterhältige... Endlich haben wir es geschafft, Mario. Aber Aurelius schien wirklich nichts über das Sternenjuwel zu wissen. Wir sind also keinen Schritt weiter. Wo kann das Sternenjuwel nur sein? Mario, hörst du das? Irgendwoher kommen sehr seltsame Stimmen. Was zur Hölle? Oh mein Gott, ist ein Geister! Vielleicht ein Geist? Was ist das? Auf Drogen kann ich echt verzichten. Finde den Geist in der Champion-Garderobe X. Wir sollen den Geist finden. Ist das gruselig. Aber erst gehe ich schlafen. Kann ich hier schlafen? Was? Kann ich nicht schlafen? Wenn ihr mich verarscht? Achso, ich muss erst... Okay, ich muss erst hier hoch. Okay, Leute, bis gleich. Gute Nacht. Naja, eigentlich habe ich keine Zeit mehr. Egal, ich mache hier Schluss. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 2. Ciao, guys. Bam.